彼は清木です。清木、これが回収され。Hallo und herzlich willkommen zu Modding Madness. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade richtig war. Google-Übersetzer hat es mir gerade einfach so ausgespuckt. Okay, wir haben wieder einen Mountain Blade Warband Mod. Und diesmal ist es Gekko Kuyo. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ausgesprochen wird. Verzeihung, ich kann kein Japanisch. Vielleicht werde ich das irgendwann mal ändern. Naja, dieser Mod... Diese Mod, weil die Modifikation, ich sag immer der Mod, weil ich hab's mir so angewöhnt. Tut mir leid. Okay, dieser Mod ist ein Japan-Mod und ich liebe Japan, also die japanische Geschichte. Ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Otaku, ja, sondern halt einfach nur ein Fan von japanischer Geschichte. Und da finde ich es cool, dass ich halt einen Mod habe, in dem ich ein Samurai sein kann. Oder wohl eher ein Ashigaru, so wie ich mich manchmal anstelle. Ja, und es hat alle Mechaniken von Mounted Blade mit den Verbündeten, die man haben kann, mit der Armee, die man sich erstellen kann, dass man sich ein ganzes verficktes Königreich erstellen kann. Und das halt alles im feudalen Japan. Und das hat mich immer ein bisschen zum Beispiel sonst im Gaming gestört. Du hast so unglaublich viele Spiele übers feudale China, aber kaum welche übers feudale Japan. Das verwundert mich ein bisschen. Und ja, da bin ich froh, dass ich so ein Spiel jetzt haben kann. In Form eines Mods. Dann starten wir mal gleich rein. Oh, lädt ein bisschen. Das ist bei Warband-Mods manchmal so, dass sie ein bisschen länger zum Laden brauchen. Hängt immer von der Größe des Mods ab und wie viel er verändert. Und dieser Mod verändert einiges. So, da wären wir wieder. Gut. Ja, wir nehmen Mann, weil ich bin immer ein Kerl. Vor vielen Jahren im fernen Land geboren. Euer Vater war... sagen wir mal Kriegsveteran. Verbrachte eure frühen Jahre als... Lehrling eines Handwerks. Ich wurde... Armed Retainer Province. Rache! Bei den Japanern geht immer alles um Rache. Warte, ich hatte mal meinen Namen eingegeben. In so einem Namensübersetzer. Was wäre dein japanischer Name? Und ich glaube, meiner war Shitoro. Oder so in der Drehe. So. Wendigkeit, Intelligenz, Charisma. Ja, das wäre ganz gut. Gefangenenhandhabung braucht man mindestens eins, weil es nervt immer, wenn man keine Gefangenen nehmen kann. Berittenes Bogenschießen. Reiten habe ich schon zwei. Nehme ich ein bisschen was auf Athletik. Ich will zwei Handwaffen. Okay, dann gucken wir mal. Oh, ich habe einen Yari dabei, ne? Das ist nicht schlecht. Das sind alles ganz schön europäische Bärte. Nur so ein... Ja, so einer ist gut. Vielleicht ein bisschen hellere Haut. Nicht so hell, das ist... Ach so, man kann auch... Wenn man will, kann man auch Europäer sein, aber wenn man schon Samurai sein kann, dann will man dann auch ein Samurai sein, ne? Ja, es wurde leider noch nicht verändert, in welche, wie die Königreiche heißen. Also, ich werde jetzt einfach zum Königreich der Nord reiten. Mal sehen, wo mich das hinbringt. Okay. Okay.
Komm her. Aha! Das war der Übeltäter. So, das hier ist schon unser erster Questgeber. Ja, der gibt uns die typische Warband Anfangs Standard Quest. Sammle 5 Leute. Und hier im Angebot. Oh, Nodachi. Ja. Hier hat man auch wieder Feuerwaffen, weil das ist halt diese Zeitperiode in Japan. Und ich mag eigentlich keine Speere benutzen. Mal sehen, ob ich mir ein Stück Rüstung kaufen kann. Nee, leider nicht. Nee. Gut, dann keine Rüstung. Gibt's in der Schenke irgendwelche Leute, die man anheuern kann? Nee. Ah, oh. Ein Besoffener. Na, komm her. So. Gut. Das Tolle ist, man kriegt seine Waffe, wenn man ihn umbringt. So. Ah, sieht schon besser aus. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal... Ah, ich bin im beim Hojo-Clan. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist eigentlich mein Lieblingsclan bei Shogun Total War. Rekrutiert Freiwillige. So. Ich brauche insgesamt 5. Da will keiner. Sehr gut. Das Tolle an dem Mod ist, dass man... Normalerweise in Mounted Blade ist es so, wenn du Freiwillige rekrutierst, musst du alle nehmen oder gar keine. Und hier kannst du genau festlegen, wie viele du nimmst. Und außerdem kann man hier noch Leute in den Städten rekrutieren. Das sind dann nicht irgendwelche Rekruten, sondern gleich richtige Samurai. Ja, dafür hat man halt nicht genügend Geld. So, jetzt gehen wir wieder in die Schenke. Und jetzt müssten wir irgendwo... Nee, ein Agent. Oh, schon wieder. Na komm. Give me your best shot. Weil hier irgendwo müsste auch der Händler rumlaufen, der uns die Quest gegeben hat. So. Ja. Gut, jetzt habe ich genügend Leute. Und ja, jetzt kann ich losziehen. Jetzt muss ich eine Gruppe, eine Räuberbande zur Strecke bringen. 7 Mann gegen 4. Das dürfte gehen. Wie ihr seht, es gibt auch dadurch auch andere Karten, auf denen gekämpft wird. Die Schlösser sind auch alle, wenn du ein Schloss belagerst, ist es auch komplett anders. Sehr cool. Also ist sehr viel. Sehr viel Arbeit reingegangen. Na, wo sind die Typen denn? Ach, da hinten. Ja. Der einzige Nachteil natürlich an diesen Mods ist, dass man vorher Mountain Blade Warbands haben muss. Aber das kostet, im Moment... Es kostet nicht sehr viel. Ich habe den Preis nicht mehr im Kopf. Es ist so lange her, dass ich mir das gekauft habe. Ich glaube, ich habe mir das noch nicht mal auf Steam gekauft. Ich hatte das, ich glaube, in irgendeiner Handelskette. Ich glaube, ich habe es mir im Kaufland gekauft oder so. Und, ja.
Und da hat es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nur 9,99 € gekostet und... Ja. Insofern... Oh, warte, da können wir uns, glaube ich, ein bisschen Geld verdienen. Deserteure, Plünderer. Die sind immer einfach zu killen. Okay, das sind Rebellen. Das war eventuell jetzt keine so gute Idee. Ich wollte eigentlich die Plünderer angreifen. Aber vielleicht... Ah, Kacke. Wir bleiben hier oben auf dem Berggipfel stehen. Dann bleiben wir eventuell hinter dem Berggipfel stehen, damit die uns mit ihren scheiß Pfeilen nicht treffen. Mann, das war jetzt unangenehm. So, jetzt sollen die das erstmal versuchen, hier ranzukommen. Haha, haha. Kommt doch erstmal ran. Okay. Also wenn ich die Leute besiege... Ein Glück sind die Leute hier immer schlecht im Zielen. Also wenn ich die ganzen... rebellierenden Typen besiege, dann habe ich erstmal ein paar Rüstungen. Das Problem, was man in diesem Mod eventuell hat, ist, dass die Japaner eher selten, eher gar keine Schilde benutzt haben. Und dadurch haben sie kaum Möglichkeiten, sich gegen Pfeile zu wehren. Ah, ich kann erstmal nur parieren. Ah, nein! Verdammt, 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 hört auf, mit Pfeilen auf mich zu schießen. So, sehr gut. Meine Leute schmeißen mit Steinen, möchte ich nur nochmal anmerken. Sehr gut. Ah, verdammt nochmal. Ihr verdammten Kanton-Rebellen. Könnt ihr mal ein bisschen weniger rebellieren? Oh, Kacke. Jetzt bin ja nur noch ich übrig. Ah, nein. Ah, das war ich. Uah. Das lief nicht so gut, wie ich dachte. Sie haben uns gefangen. Das ging sowas von nach hinten los. Das heißt, wir müssen eine neue Gruppe Freiwilliger rekrutieren. Da sind die wieder. Diesmal gehen wir vielleicht mit ein paar mehr Freiwilligen rein. So, und ach ja, wir müssen ja jetzt den... Genau, das Entführerversteck müssen wir eigentlich angreifen. Okay, das sind nur 5. Den Kampf sollten wir bestehen. Komm, die kriegen wir. Mist. Die haben sich im Versteck versteckt. Wir können ja hier lauern. Ach, fuck. Na gut. Die gehen wir... Ah. Verdammt. Ich bin nochmal in dieselbe Gruppe reingelaufen. Wie kann das denn passieren? Ha. So sollte das eigentlich nicht passieren. Ich wollte jetzt eigentlich die Quest fertig machen. Ich habe so das Gefühl, dass neue Spiele immer nicht so die beste Art und Weise sind, das Spiel zu zeigen. Ich werde versuchen, die Schlacht hier zu gewinnen und danach zeige ich euch noch einen weiteren Modus, den dieses Spiel immer hat, was immer sehr Spaß macht. Sind nämlich vordefinierte Gefechte. Und da kann man ein beliebiges Gefecht als ein vordefinierter Charakter starten.
und dann mit einer vorgefertigten Armee gegen eine andere vorgefertigte Armee kämpfen. Ups, jetzt habe ich ja kurz auf Ego-Perspektive gewechselt. Und komm her. So! Wunderbar. Oh, 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 das könnte was werden, das könnte was werden, das könnte was werden. Komm her. Okay. Wow, wir schlagen uns gut. Ich habe mich zu viel gefreut. Zwei sind noch übrig. Okay, zwei sind noch übrig. Mit denen kann ich fertig werden. Mit denen kann ich fertig werden. Kann ich mit denen... Es sind drei! Es sind drei! Oh, wir sind noch zu zweit. Ich habe noch einen in meiner Ecke. Ah, verdammt. Okay, jetzt muss ich gut parieren. Okay, zwei noch, zwei noch, zwei noch. Nein, der schießt mit Pfeilen, der... Die Ratte. Oh, das war knapp. Oh nein. Nein, verdammt. Verdammt, hör auf mich zu schießen, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay. Nein. 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 Geh endlich in den Nahkampfmodus über. Wenn du nah genug an die Leute rankommst, dann fangen sie an. Genau. Okay. Oh, genial! Bam! Ins Gesicht! Huh. Wow! Ja, die Rüstung habe ich mir jetzt verdient. Oh ja, sehr gut. Oh, und ich habe was zum Verkaufen. Genial. Aber ich habe keine einzigen Bogen gekriegt. Das nervt ein bisschen. Okay, dann halt wieder. Och, nö. Ja, hier, dann bezahle ich halt euren Scheiß. Ja, das kann man übrigens auch machen. Man kann für freies Geleit gezahlt. Och, Mann. Na gut, das sind nur vier Plünderer. Verdammt nochmal. Okay, ich werde die Quest abbrechen und dann werde ich euch mal die vorgefertigten Kämpfe zeigen, weil die Kämpfe hier sind ziemlich langweilig. Weil es sind nur Plünderer, gegen die wir kämpfen. Okay. So. Ja, später halt wird man halt so ein richtig krasser, fetter Samurai. Aber bis dahin ist es noch ein langer, weiter Weg. Scheiß Plünderer, es geht ja einem auf den Sack hier. So. Verkaufspreis. Gut. Kann ich jetzt bitte ohne weitere Danke. Yeah. Kriege ich vielleicht irgendeine Waffe für das Geld? Verdammt, die Bögen sind alle zu stark für mich. Achso, ich habe ja gar nichts auf Bogenzugkraft gelegt. Ha.
Wurfsterne. Gut, dann bin ich halt ein Samurai mit Wurfsternen. Oder warte, ich mach's ganz einfach. Und verkauft den Rest beim Rüstungshändler. So, dann kriege ich das ganze Geld. Gut, so. Bock mehr speichern und beenden. So, dann machen wir gleich eine benutzerdefinierte Schlacht. Wird wohl besser sein. Machen wir defensive oder offensive Belagerung. Macht immer mehr Spaß. So. Sverre. Ja. Ah, schade, man kann nur... Originalburgen benutzen und keine der japanischen Burgen, die man hier angreift, die ehrlich gesagt ein bisschen interessanter sind vom Layout her. Gehen wir mal ein bisschen mehr auf Nahkampfinfanterie. Vielleicht so 70%. So, 0% Kavallerie, weil Kavallerie braucht man in der Belagerungsschlacht nicht. Armeegröße machen wir mal 50. Na gut, 51, genauer kann ich es nicht einstellen. Und 51. So, das ist gut. Die 50-50. Ja, gut. Dann fangen wir mal an. Kleine Belagerungsschlacht. Ja, gut. Wie gesagt, wir kämpfen jetzt hier bei den... mit den... typischen europäischen Schlössern aus Warbands, aber normalerweise wäre das jetzt so ein japanisches Schloss, also sehr im Grunde genommen ein großer Erdhügel mit Wänden drumrum. Aber nur damit wir nochmal eine ordentliche Schlacht sehen. Sag mal, haben die keine Rüstung an? Die haben keine Rüstung an, oder? Sehr bescheuert. Naja, gut. Ja, es sind halt Mods. Sie sind halt nicht rundum perfekt. Denn es gibt immer mal kleinere Probleme. Aber so sehen Belagerungsschlachten aus. Man hat sich... Sag mal, haben die auch keine Waffen? Die haben auch keine Waffen. Ich glaube, die Belagerungsschlacht können wir... ja. Die können wir aufgeben. Versuchen wir es nochmal. So. So. Belagerung offensive. Hoffentlich haben sie diesmal Waffen. Ja, jetzt haben sie Waffen. Gut. So, und wenn man eine Stadt belagert... dann hat man vorher Optionen. Man kann sie zum Beispiel versuchen auszuhungern. Man kann aber auch gleich für einen Belagerungsangriff gehen und dann sagt man Belagerungswaffen bauen und dann je nachdem wie gut dein wie hoch dein Wert ist, ich weiß jetzt nicht wie der Wert heißt, Engineering heißt es im Englischen, aber ich weiß jetzt nicht wie der wie das Spiel, wie der Wert im Deutschen heißt. Ich spiele so viele Mods, dass ich nur noch die englischen Begriffe kenne. Und im Grunde genommen, ja, mit der Fähigkeit entscheidet sich, was für eine Art von Belagerungswaffe du brauchst. Entweder, halt eine Leiter, an der du die, an der du hochkletterst in den, auf die Mauer rauf, oder halt einen Belagerungsturm. Manchmal sind es auch mehrere Leitern, manchmal weniger. Kommt halt immer drauf an.
Und je nachdem, wie hoch dein der Wert ist, umso schneller bist du auch diese umso schneller kannst du diese Belagerungswaffen auch aufbauen. So. Ja, die erste Runde der Belagerungsschlacht ist immer abzuwarten und nicht zu sterben. Ach, wir haben ja jetzt nur eine Schlacht mit 25 Männern gemacht, ne? Fuck. Na gut, das wird halt eine sehr kleine Belagerungsschlacht. Die wir wahrscheinlich verlieren werden. Weil ich verliere schon so viele Leute jetzt durch den Beschuss. Okay. Sind wir jetzt bald mal dran? Bitte. Na, endlich. So, jetzt gibt es aus. So, da kommt der Rest. So, und dann geht das wilde Gehacke los. Und so sind die Belagerungsschlachten hier. Tja, und die erste Seite, die keine Männer mehr hat, hat verloren. Ich werde erstmal hier hochgehen und die Bogenschützen ausschalten. Erstmal nicht mehr meine Leute angreifen. Sag mal, habe ich keine Leute mehr? Oh, Kacke. Ich bin verloren. Tja, das ging irgendwie nicht so gut. Tatsache, ich habe keine Leute mehr. Ich bin verloren. Oh. Na los. Give me your best shot. Oh. Ich will nicht verlieren. Okay. Wie komme ich zu den Bogenschützen hoch? Okay. Ja, wie gesagt, das ist kein Samurai-Schloss. Und zack, zack, zack. Ja. Und es kam keine Verstärkung mehr. Sehr gut. Warte, ich zeige euch mal schnell, wie die Städte hier wirklich aussehen. Nämlich so hier. Und dann kämpft man sich halt durch die Straßen durch. Und die Burgen sehen halt auch so in der Dreh aus. So hier. Sehen halt so hier aus, die Burgen. Und dann kommen die Feinde halt
von außen rein und gehen dann hier über die Brücke in den inneren Hof und metzeln alles nieder, wenn sie es schaffen. Ja. Also nicht so wie die Burgen, die wir jetzt gerade eben belagert haben. Ja, und an sich, es macht wirklich viel Spaß. Jetzt können wir eigentlich mal die Quest abschließen und dann... Dann können wir das, genau, Versteck angreifen. Und dann wäre das hier auch erledigt. Das Tolle an Mountain Blade ist wirklich nicht nur, dass es so gemoddet werden kann, sondern auch das normale Mountain Blade, weil es so viele Optionen bietet. Du kannst auch, wenn du willst, du musst ja kein Krieger sein, du kannst auch ein Händler sein. Du kannst auch Waren kaufen und verkaufen. Deswegen kannst du Preise vergleichen. In manchen Regionen sind manche Waren halt mehr wert und manche halt weniger. Und woanders ist es zum Beispiel so, du kannst aber auch ein Arena-Kämpfer werden. Du kannst in die Arena gehen und da kämpfen, um Geld zu verdienen für jeden Typen, den du niedergestreckt hast. Oh Gott, der hat eine Feuerwaffe. Das können wir nicht tolerieren hier. Das ist nicht der Weg der Samurai. Ah, na komm. Perfekt. So, und das ist der Bruder des Händlers, den wir befreien sollten. Perfekt, dann haben wir ihn befreit. So, jetzt können wir uns mal die Items ansehen. Oh! Nehme ich mit. Originator bin ich nicht stark genug für. Oh, ein Bogen. Nehmen wir das ganze Zeug mal mit. Können wir alles verkaufen, kriegen wir ganz viel Geld für. Und dann bin ich doch glücklich. Nein. So. Vielleicht reicht es ja, dass ich mir einen Nodachi kaufen kann. Mist, leider reicht es nicht. Achso, der kostet ja auch 10.000. Der kostet 3.000. Na gut, man kann auch einen Nagamaki nehmen. Sheetman. Ah, so, jetzt geht's. Aha. Das war's mir wert! So, jetzt kommt noch die letzte Stufe der Quest und dann sind wir auch fertig. Sowohl mit der Quest als auch mit dem Mod. Na, das sieht doch schön aus. So, jetzt müssen wir noch Räuber innerhalb der Stadt besiegen und dann wäre die Quest fertig. Es ist soweit. Aha. Das erledigt sich hier irgendwie ein bisschen von selbst. Wunderbar. Ich muss noch nicht mal wirklich was machen. Gut, ja, das wäre der... Mod Gekukuyo.
Ja, sowohl für Fans von... ich kann euch nochmal die Karte zeigen. Hier. Nochmal Japan bis ins kleinste Detail dargestellt. Jeder Clan ist in der richtigen Provinz. Fast alle Clans sind vorhanden. Ja, es ist ja in der... es ist Japan zur Zeit der Sengoku, in der Sengoku-Periode. Also zur selben Zeit wie Shogun 2 es darstellt. Ja, ansonsten, ja, es ist definitiv ein interessanter Mod, sowohl für Fans von Mount & Blade als auch für Japan-Fans. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag.